Oh, diese bescheuerte alte Nebelkrähe ist wieder da. Hallo Sora, lang nicht mehr gesehen. Hier sind deine Lieblingsgummischiff-Ingenieure bereit zum Einsatz, Chip. Und Chip. Guten Flug. Oh Gott, Nervgestalten. Nur eine einzige? Das ist nicht gut. Aber die Welt kommt mir bekannt vor, euch auch? Benutze endlich einen Analogstick. Ja, Sticker, Analogstick, yeah. Und wir können Kreis zurückhalten für einen Boost. Gut, was hier ist, können wir natürlich noch nicht hin. Und bam, wir werden zurückgestoßen. Wir können es schon mal inspizieren. Also, ja, okay, erkennt man nicht unbedingt was raus. Aber hier, ein Schloss, ein großes Schloss. Und hier ist noch alles leer. Das heißt, es lohnt sich gar nicht rumzugehen, sondern einfach nach oder besser. Man kann es sogar anvisieren. Man geht weg, so die Kreismann ist wieder da. Nutzlos, weil es macht keiner. Es macht einfach keiner. Landen in Hammerbestien, obwohl es gar nicht so aussieht wie früher. Ich finde es schade, dass wir das alte Schloss nicht beibehalten haben. Malefiz! Malefiz! Vielleicht haben sie sie tatsächlich besiegt. Und ein anderes Schloss habe ich auch erwartet. Kein Prunk, kein gar nichts. Was wird denn jetzt aus unserem glorreichen Plan? Glorreich? Mein Gott, der Rabe, er lebt noch. Ich wusste, er hat dem Kingdom Hearts 1 was gefehlt. Oh, extrem belebt hier. Aber extremst belebt. Naja. Das ist Hollow Bastion. Wow, hat sich ganz schön was getan hier. Ich hoffe, ihr und Tanaga geht's tot. Ah ja. Oh je, sieht aus, als erwarten uns hier einige Kämpfe. Ah, die Herzlosen machen hier ein noch böses Heinzelmännchen. Sie verstecken sich noch. Gut, dann Hollow Bastion hat sich nicht nur vom Aussehen was getan, sondern die Musik ist auch ein wenig anders. Macht nix. Oh, nicht leckend, böse. Fraps hat einen neuen Part gemacht, daran nichts. Gut, laufen wir mal weiter. Und hey, da ist der Mugri. Okay. Spricht mit den Mogris in den Städten. Sie können aus verschiedenen Materialien Items herstellen. Die Kamera wackelt mit dem Mogri mit. Sammle Materialien für die Itemherstellung, um verschiedene Gegenstände herzustellen. No problem, guys. Itemherstellung. Okay, alle Materialien abgegeben und für das Erreichen eines Achievements haben wir Elixier erhalten. Immerhin kriegen wir was Brauchbares. Die Sammelziele werden hier angezeigt, aber auch nur die, die wir geschafft haben. Sei denn, wir kommen weit genug. Gut, wir kriegen Formelanalysen, aber wir haben keine Formeln hingekriegt. Nein, da ist auch nichts. Okay. Der Mugri ist übrigens auflevelbar und wir müssen ihn aufleveln, wenn wir das Ultima haben. Und da ist noch jemand, den wir kennen. Nein, den Kühlschrank will ich nicht anvisieren. So. Hier hat der Quacker. Anke Lehrgebiet! Wer? Donalds Onkel, ein ganz großer Geschäftsmann. Bevor die Herzlosen überall aufgetaucht sind, bereiste er zusammen mit dem König die Welten in einem Gummijet. Sein Ziel war es, ein Transfersystem aufzubauen. Ein Transitsystem, Bandnose! Was soll denn der... Was soll denn der plötzliche Aufruhr hier? Oh, Donald, du bist es. Hallo, Goofy. Hallo zusammen. Fein, gut seht ihr aus. Gesund und munter.
Danke, Dagoberg! Bert. Ach, schön wär's. Ich schaffe es einfach nicht, mein Lieblings-Ess für früher nachzumachen. Ich würde mich dumm und dusselig verdienen, wenn es klappen würde. Tut er es nicht eh schon? Schmeckt furchtbar. Okay, Dagobert hat seine lieben Probleme mit dem Eis. Gut, ich würde mich ja gerne in diesen Shops hier austoben, aber wir haben eigentlich kein Geld. Das ist der Verteidigungsmechanismus der Stadt. Yuffie! Vorsicht! Gut, jetzt sollten wir auch Situationskommandos für die Dämmerlinge kriegen. Aber ich werde diese Gelegenheit nutzen und euch die Heldenform demonstrieren. Reine Prügelform zwar, aber... Mit der Verwandlung werden Gegner hochgeschleudert. Das Verteidigungssystem der Stadt funkt mir natürlich die ganze Zeit dazwischen beim Gegner kloppen. Gut. Wenn wir laufen, können wir direkt drücken, um loszufliegen. Und wir können mitten in der Kombo direkt drücken, um die Kombo einfach zu beenden. Und ich habe gerade Bonus-AP bekommen, was sehr praktisch ist. Okay, das ist ein Samurai. Die haben sehr lustiges Situationskommando. Allerdings, komme ich da jetzt nicht mehr zu. Donald hat sie natürlich fast tot gemacht. Hey Leute! Wie ich sehe, seid ihr noch immer in Topform. Was hast du erwartet? Du siehst aber auch gut aus. Na, was hast du denn erwartet? Richard, großartig! Sag, Yuffie, hast du den König und Rico gesehen? Nein. Aber ich habe irgendwie gespürt, dass wir uns wiedersehen. Auch wenn wir uns nicht wiedersehen, vergessen werden wir einander nie. Soll das Leon sein? Alle sind bei Merlin zu Hause und furchtbar beschäftigt. Kommt mit! Macht absolut Sinn, furchtbar beschäftigte Leute zu unterbrechen. Na gut, Zeit zur Demonstration. Direkt drücken, um anzugreifen. Nochmal direkt drücken, damit ihr sofort einen Abschlussangriff hinterher macht. Wenn man die Ability Abschlussangriff Plus kriegt, ist diese Form Overkill. In gewisser Weise. Gut, jetzt muss ich das Thread komplett neu aufladen. Eigentlich hilft es, die MP komplett zu verbrauchen, aber ich habe nicht mal Magie! Und zack. Und zack. Und das? Okay. Goofy. Gut, was haben wir hier? Eine High Potion, wow. Darf ich vorstellen, das Hollow Bestien Wiederaufbaukomitee? Willkommen! Freunde, gut schaut ihr aus. Wusste ich's doch. Was? Vor kurzem haben wir uns wieder an euch erinnert. Alle zur gleichen Zeit. Ihr habt euch erinnert? Moment, heißt das, ihr hattet uns vergessen? Wie gemein! Wo habt ihr denn die ganze Zeit über gesteckt? Wir haben geschlafen. Da fehlen einem glatt die Worte. Aber hallo. Ist doch egal, ich freue mich jedenfalls, dass alle wieder beisammen sind. Also, wir sind auf der Suche nach Rico und dem König. Habt ihr sie gesehen? Verstehe. Tut uns leid, aber sagt bitte, wenn wir euch irgendwie helfen können, ja? Alles klar, danke. Apropos gegenseitige Hilfe. Hollow Bestien hatte ein kleines, nein, eigentlich ein großes Problem. Du meinst wohl die Niemande und die Herzlosen. Du sagst es. Klingt nach einem Fall für uns. Dann sind wir uns also einig. Sora, Donald, Goofy, euer Beistand wäre uns wirklich sehr willkommen. Da sagen wir nicht nein. Ja, so seid ihr eben. Was
soll das dann bitte heißen? Betrachte es einfach als ein Kompliment à la Leon. Kommt mit zum Außenhof. Ich muss euch dort was zeigen. Hoho, genau wie ich es mir gedacht habe. Marion! Die drei haben versprochen, uns zu helfen. Wunderbar, wir zählen auf euch. Geht klar. Ach ja, hast du ihnen schon die Karten gegeben, Liebes? Oh. Hier. Bitteschön, die sind für euch. Leon dachte, ihr würdet euch darüber freuen. Hollow Bestien wieder Aufbaukomitee Ehrenmitglied. Echt toll, was? Hey, danke, Leo. Oh nein, wir sollten ihm doch in den Außenhof folgen. Oh ja, sorry. Ich war gerade im Firefox abgeguckt, ob der Nummer Heroes Upload gescheit läuft. Einen Moment, Sora. Was ist mit deiner Magie? Hm? Oh, stimmt ja. Vielleicht hast du sie vergessen, als du geschlafen hast. Tja, was machen wir jetzt mit dir? Ich werde dir wohl ein paar Sprüche borgen müssen. Aber sei vorsichtig, wenn du sie benutzt. Es könnte in der Selbstexplosion enden. Danke, Merlin. Dann los zum Außenhof, aber hurt dich! Oh ja, also Mitgliedskarte und das Eiselement, yeah! Ah, es kommt meine Magie wurde hinzugefügt. Endlich! Magie funktioniert eigentlich wie normaler Angriff, nur halt eben Fernkampf, ne? Gut, für Magie haben wir natürlich wieder diese Quickslots. Natürlich nur wieder drei, leider. Aber es macht nichts, ist ganz praktisch. Weil eins brauchen wir immer zum Anvisieren. Gut, ich spreche diese Stelle trotzdem nochmal ab. Ja, laden. Und ja. So. Und verfehlt nochmal, das wollte ich eigentlich schon bei Roxas machen. Deswegen habe ich das trotzdem noch einmal aufgerufen. Also, Einstellungen. Sora, Eis, ja. Und gut, die Tutorials, die ich weggeguckt habe, waren folgende. Wenn die Magie aufgebraucht ist, dann ist die MP-Leiste rot. Aber sie lädt sich stetig auf. Wenn sie voll aufgeladen ist, ist sie wieder verfügbar. Also dann können wir wieder Magie einsetzen. Kamera automatisch. Rechts Analogstick. Ja, Kamera. Kommandomenü wäre ein bisschen blöd. Freundesintros, ja, von mir aus. Umgebungskarte an. Situation an, Sound an. Kingdom Hearts 2, Kommandomenü. Kingdom Hearts 1. Yay! Simon freut sich! Yay! Gut. Oh, schon wieder Herzlose. Na gut, jetzt wisst ihr ja, ihr seht ihr wenigstens, welche Farbe das ganze Zeug annimmt. Es ist schön, dass sie sich Gedanken gemacht haben bei Kingdom Hearts 2 zu den Kommandomenüs und so. Sieht cool aus, aber es hat auch keine weitere Funktion.